Feuerwehren aus dem Amtsbereich Nord haben sich heute getroffen. Die haben eine Aktion vor, die wollen hier ein bisschen was verkaufen. Die sammeln Geld für Paulinchen. Das ist eine Stiftung für Brandopferkinder. So, und neben mir steht der Kreisjugendfeuerwehrwart. Erzähl mir mal ein bisschen, was hier jetzt so richtig genau abgeht. Also wir wollen einmal das Medieninteresse der Jugendfeuerwehren stärken und den Nachwuchs gewinnen. Unter anderem ist da die Aktion jetzt mit der Edeka-Wettwurst am Laufen, dass die Jugendfeuerwehren versuchen sollen, so viel wie möglich Edeka-Wettwürste zu verkaufen und damit eben auch Geld in die Kassen der Jugendfeuerwehr zu spülen. Die zweite Aktion, was die Jugendfeuerwehren sich daraus erdacht haben, ist zu zeigen, dass halt Jugendfeuerwehren auch teilen können und wollen mit diesem Geld, was sie heute einnehmen, zusätzlich durch diese Aktion der Aktion Paulin, dem Verein Paulinchen, zur Verfügung stellen, um damit eben Brandopferkindern, die Schäden durch Verletzung, Verbrühung oder Verbrennung gehabt haben, eben besser zu helfen zu können. Ich sehe hier sehr viele Jugendliche. Wie viel habt ihr so im Durchschnitt hier Jugendliche? Also im gesamten Amtsbereich haben wir 74 Kinder derzeit in der Feuerwehr, in der Altersgruppe von 6 bis 16 Jahren. Aber die dürfen ja noch nicht mit raus. Wie ist es denn mit euch, wenn ihr rausfahrt? Wie ist es da denn bestückt, sagen wir mal? Ja, bei den Erwachsenen sieht es natürlich ein bisschen mager aus. Ist immer flächendeckend unterschiedlich in den einzelnen Feuerwehren, je nachdem wie groß die Feuerwehr ist und wie sie natürlich strukturangebunden sind, beruflich unterwegs sind, außerhalb arbeiten oder innerhalb der Gemeinde arbeiten. Ist immer von Region zu Region unterschiedlich. Und dann heißt es ja auch die Wurst. Wo kriege ich die Wurst zu kaufen? Die Feuerwehrwurst gibt es heute direkt am Stand. Oder ansonsten jeden Tag beim Edeka-Markt kann man die jeden Tag noch im Nachgang auch erwerben. In jedem Edeka-Markt? In jedem Edeka-Markt. Oder nur hier? In jedem Edeka-Markt. Und heute ist natürlich bei uns hier in Sagert extra eine höhere Auflage da, um die nochmal besonders zu verkaufen. Also Leute, kauft die Wurst. 1 Euro für einen guten Zweck wird gespendet. Ansonsten wünsche ich euch maximale Kampferfolge hier heute. Wir werden das noch ein bisschen begleiten. So, wir stehen jetzt hier bei Hundestaffel, bei der Nicole. Ich habe schon gehört, ihr seid aus Sassnitz. Und ihr seid kein Verein, kein nichts, ihr seid einfach? Na, wir sind die Rettungshundestaffel Jasmin und Rügen. Wir sind gerade im Aufbau, sodass wir ab nächstes Jahr schön durchstarten können. Wir haben mittlerweile noch eingeprüften Hund. Ab nächstes Jahr wird es über einen anderen Verein laufen. Dann sind wir im DRV mit drin, also Deutscher Rettungshundeverein. Ach so, also seid ihr privat? Noch sind wir momentan privat. Und dann ab nächstes Jahr läuft das dann nachher alles mit dem e.V. Dauert alles mit Papierkram, alles so seine Zeit. So, und dann nächstes Jahr wird ordentlich durchgestartet. Das ist schön, das ist gut so. Wird ja auch gebraucht. Ja, sehr viel. Haben wir ja schon gesehen vorhin. Der eine kleine Hund, der war ein bisschen nervös. Unsere Josie, die ist gerade mal 9 Monate, 10 Monate ungefähr. Und die ist ja jetzt gerade mal 3 Monate mit im Training. Also es ist schon eine schöne Leistung, dass sie das überhaupt so gemacht hat. Und wie seid ihr so unterwegs? Seid ihr viel unterwegs? Oder also wir eher weniger? Momentan sind wir noch eher weniger unterwegs. Wir versuchen gerade mit den Feuerwehren gemeinsam zusammenzuarbeiten, das Wissen, dass wir da sind. Und dann halt gucken, dass wir dann nachher so Präsentationen machen, so wie heute hier, dass man auch mal weiß, wir sind da, dass es uns auch schon gibt. Ja, und ansonsten machen wir 3 bis 4 Mal die Woche Training. Was spüren die Hunde jetzt genau auf? Vermisste Menschen, halt in der Fläche, im Wald, Wiesen, beim eingestürzten Haus sind sie mit bei. Da versuchen sie zu spüren und auch die Hündin momentan, die ist so weit, dass sie übt schon Leichengeruch zu erschnüffeln und dann auch auf dem Wasser dann nachher. Auf dem Wasser? Auf dem Wasser. Sie geht dann näher aufs Boot und dann riecht sie die Wasseroberfläche ab, um halt diesen Leichengeruch dann näher zu spüren. Sie leitet quasi uns dann nachher, wo es lang geht. Ja. Ja, wo kriegen die den Geruch denn her? Ich meine, Leichen ist klar, das ist ja... Aber wenn ich einen Vermissen habe, ja. Macht ihr das noch mit Socke hinhalten oder Kleidungsstück oder irgendwie sowas? Das ist dann nachher wieder Mantrailen. So. Das ist, uns gingen wirklich ganz normal in die Fläche rein. Sie erriechen quasi die Person irgendwo in diesem Waldgebiet oder an der Wiese, wo sie hin müssen. Der Geruch ist da egal. Aber sie werden das schon näher, weil ein Vermisster, der versucht sich irgendwo dann näher hinzusetzen und die versuchen sie rauszufiltern. Die kennen den Unterschied zwischen einem Lauf, also ein Jogger, halt ein Radfahrer, den Unterschied kennen sie. Wir sehen noch was von euch heute. Von uns wird noch ein bisschen was gezeigt. Dann ist gut. Dann wünsche ich euch noch maximale Kampferfolge heute.
Beide. Können ja Such und Help. Die Jugendfeuerwehr. Macht ihr das Spaß? Ja. Macht euch das auch Spaß bei der Feuerwehr? Ja, ja. Ja? Wie lange seid ihr schon dabei? Ich seit 3 Jahren noch. Ich auch 3 Jahre. 3 Jahre, fast. Du? 2 Jahre. Du 2 Jahre. Du 3 Jahre dabei. Ja. Siehst du, schon wieder Geld verdient. Ja. Ne? So, jetzt habt ihr hier Kuchen gebacken. Wer hat den Kuchen gebacken? Die Eltern. Die Eltern? Ich und meine Mutter. Auch Kuchen gebacken? Ja, hier den. Dann müssen wir den nachher nochmal probieren. So, wer kriegt das Geld nachher? Diese Paulchen-Stiftung oder wie die heißt? Paulinchen-Stiftung, die hilft eben Brand. Gerne Nachwuchs haben bei euch. Ja. Ja. Ne? Wie würdet ihr das machen? Was würdet ihr denen jetzt empfehlen, die jetzt kommen zu euch? Viel Spaß, also auch ein bisschen sportlich sein, weil wir machen ja sehr viel mit Sport. Und auch, dass man eben viel Spaß hat, wenn wir mal einen Wettkampf gewonnen haben oder so. Oder zur Weihnachtsfeier fahren wir zum Beispiel mal ins Schwimmbad oder zum Kino. Was? Ihr wohnt in Glowe oder wo wohnt ihr? Ja. Was wollt ihr denn im Schwimmbad? Wir haben geplant, dass wir jetzt nach Stralsund in Hasseldom fahren. Am Januar. Ihr habt doch Wasser vor der Haustür. Ja, aber im Januar geht's ja nicht. Und dann haben wir jetzt noch Brennballturnier im Januar. Du möchtest bestimmt wissen, warum die jungen Leute alle bei der Feuerwehr sind, oder? Na, fragst du mal was. Warum seid ihr bei der Jugendfeuerwehr? Naja, ich zum Beispiel, ich arbeite gerne im Team und bin gerne an der frischen Luft und mache gerne eben Sachen draußen im Team. Das macht eben Spaß. Müsst ihr nach der Schule auch trainieren? Ja, wir zum Beispiel treffen uns einmal in der Woche. Ja, wir auch hier, also in Brege. Also es ist halt so, dass jede Woche am Samstag einmal Training ist. Und dann trainieren wir halt da Sachen wie zum Beispiel Knoten oder Gerätekunde oder sowas halt. Macht ihr auch Ausflüge? Wir haben dieses Jahr viele Wettkämpfe schon zusammen gehabt und auch Zeltlager haben wir. Also beim Kreiszeltlager waren wir dieses Jahr, dann haben wir Amtszeltlager und wir hatten auch, wann war das jetzt, vor 2 Wochen? Ja, vor 2 Wochen haben wir auch BF-Tag gemacht, also Berufsfeuerwehrtag, und dort erleben wir Jugend den Berufsfeuerwehralltag. Und dort haben wir dann auch so nachgespielte Einsätze gehabt. Würdet ihr mich aufnehmen bei der Feuerwehr? Also wenn du Interesse zeigst, natürlich. Immer. Wir nehmen gerne jeden. Wir brauchen Leute, denn es werden immer weniger bei uns. Kannst du sofort einstecken. Was muss ich als erstes machen? Also wir fangen erstmal an mit Gerätekunde und dann langsam auch zum Knoten üben. Kreuzknoten, Zimmermannsschlag und den Mastwurf. Das sind so die 3 Knoten, die wir immer üben. Auch die kleineren von uns müssen immer weiter üben und üben, bis sie dann die Knoten ausfällt. Fängt das bei der Feuerwehr an? Ja. Ich möchte da anfangen. Hurra, ich bin dabei!